Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to War 2 mit Sparta. Und wir hungern ein bisschen. Wir hungern ein bisschen dolle und das nervt ein bisschen dolle. Und deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen dolle auf die Kacke hauen. Also, was kann man dagegen tun? Also erstmal würde ich sagen, wir greifen da an, aber wir holen uns noch Verstärkung. So. Wenn ich es automatisch mache. Prozent. 78 geht eigentlich. Uiuiuiuiui. So. Ja, geil. Hier erstmal alles abreißen. Das kostet uns alles Nahrung, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt. Der hätte sogar sterben dürfen. Das war ja nicht meiner. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns da rausboxen. Wow. Das verändert sich halt gar nicht. So, da können wir hier mal erplündern. Bisschen was klauen. Mit dem ist es jetzt gerade auch ein bisschen schwer, da irgendwas zu lenken. Ich werde mal schauen. Hier haben wir Panem. Hier haben wir Panem. Da haben wir Panem. Okay, wir haben überall schon Panem. Hier können wir. Warte, was erforschen wir gerade? Das da. Ja, das ist gerade mehr oder weniger uninteressant. Wir brauchen das da. Wenn wir die Fische haben wollen, genau. Oder? Warte, bin ich gerade dumm? Ja doch, genau. Ja, genau. Gut. Hier habe ich zwei, was? Wieso habe ich da zweimal das ein? Das ist ja voll unnötig. Okay. Celia kann auch hier geändert werden. Weil an sich habe ich ja genug Kohle gerade. Das Essen ist nur gerade sehr, sehr rar. Okay, der hat aber auch was bekommen. Dann mache ich mal Nahkampfabwehr für alle Infanterieeinheiten mit Speeren ist natürlich auch gut. Aber Nahkampfabwehr brauchen die eigentlich weniger. Beim Nahkampf sind sie sehr gut. Also in Nahkampfabwehr meine ich. Sind sie extrem gut. Moral brauchen die eigentlich auch fast nicht. Ich bräuchte.
Ich brauche dir Damage. Kavallerie braucht, ja. Veteranen sind auch immer ganz gut. Ja, Kampfabwehr, Unterhalt, Moral. Ja, Rüstung, Nahkampf. Ah, da ist er. Nahkampfangriff. Und Nahkampfabwehr, okay. Dann mache ich Unbezwingbare. Und du wirst ein Kommandant. Ich mache das mal mit der Kavallerie. Die wird auf jeden Fall ausgetauscht dann. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie viel Minus wir nächste Runde haben. Okay. Pikiniereinheit, zwei Perücken und zwei Jugendliche. Astati. Puh. Das Problem, dass. Ja. Ich probiere es trotzdem. Weil die Hastati haben relativ. Also, die sind sehr gut in Belagern natürlich. Also, Schwertkämpfer sind meistens besser als hier Speerkämpfer. Aber wenn ich mich unterhalb der Mauer aufstelle. Der will hier hin. Dann mache ich das so, dann mache ich das so. Und dahin. Skorpion, wo kann ich den Skorpion? Also an sich macht der hier auch nicht ganz Unsinn. So, also er macht relativ großen Sinn hier, falls der hier irgendwie landen will. Ja, ich lasse ihn einfach mal da. So. Jetzt schauen wir mal. Also der will auf jeden Fall hier landen. Dann werde ich hier die Pikiniereinheit hinstellen. Und hier die zwei anderen und hier die zwei anderen. So, Gefecht starten. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, da hinten. Ja, da kann er nicht viel machen. Also er wird wahrscheinlich hier landen. Und dann irgendwie, ja, mit den anderen zusammen irgendwas machen. Ah, sehr schön. Schön auf den General drauf hämmern. It's Hammer Time. Hehe. Ah, ich habe den Baum getroffen. Ist immer ein guter Tipp, mit den Artillerien, wenn man die Zeit findet, selbst schießen. Weil, komm, weil dann schießt sie nämlich doppelt.
so quasi Mann, also der Spieler schießt und die KI schießt dann aber auch weiter. Die macht halt schon schön Schaden. Ich kann halt nicht wirklich was sehen. Ich muss da halt versuchen, so viel wie möglich. Ah, verdammt, ja. Also so viel wie möglich von der Munition wegzuhauen. Bevor die eben hochkommen. Was jetzt passiert. Die Männer wanken. Flup, flup. Schnell alle weg. Komm. Ohne Flug. Sehr schön. Wieso bleibt ihr stehen? Oh, habt ihr euch festgebackt? Okay. Schnelles Marschieren! Schnell! Doppelte Geschwindigkeit! Kommandant! Schnell vorrücken! Die stehen immer noch da vorne, die habe ich voll vergessen. Verdammt. Okay, jetzt kommen die da raus. Meine gesamte Einser General wird angegriffen! Ein bisschen zu, die habe ich ein bisschen zu nah hingestellt. Nein, irgendeiner ist da, hat sich da vielleicht festgehangen. Und deswegen, also wahrscheinlich. So. Ja, geht's noch gut? Da geht's auch noch gut. Genau, der kommt nämlich hier rein. Ah, kann er nicht abschießen. Mhm. Geht ganz gut. Ach so, das sind alle tot, okay. Oh, der fängt jetzt das damit an. Interessant. Und was macht ihr Jugendlichen? Die sind einfach zu dumm. Die Pikiniere haben halt immer noch nichts verloren. Okay, dann kommt ihr mal hier hin. Ja, komm mal so hin und ballert hier rein. Jetzt auch gar kein Stress hier. Okay. Immer noch keiner gestorben. Läuft bei euch. So, die muss ich dann auch irgendwann einfangen. Der feindliche General ist tot. Alter. General!
Die haben halt... Ich lass die mal hier. Es sei denn, die schaffen das hier durchzubrechen. Ja, ich hol die mal vor, aber ich will, dass die keinen mehr töten. Weil ich will sehen, wie viele die wirklich jetzt hier vorne getötet haben, ohne einen einzigen zu verlieren. Alter. Uiuiui. Ist aber schon echt gemein. Warte. Scheiße. Nein. Das ist, glaube ich, mein Hauptplatz, oder? Nee, das ist mein Hauptplatz. Siegpunkt. Eroberungspunkt. Oh Gott. Also, wenn die jetzt den Siegpunkt erobert hätten, wäre es nochmal. Ja. Da hätte ich nochmal geschwitzt. Aber okay, dann da ist ein Turm, also. Warte, was? Hä? Achso. Schreck mich doch nicht. Einmal zu weit gedreht. Na, ich glaube, ich muss da was machen. Wann muss ich jetzt wirklich davor? Hier holen sehe ich jetzt meinen Turm. Schon. Scheiße, der hat jetzt meinen Turm. Das ist schon mal blöd. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Ach so. Ich muss jetzt trotzdem dahin. Der schießt gerade nicht, oder? Das ist natürlich unlucky für ihn. Okay, hier läuft alles gut. Die Tore. Okay, das, ja, sind einfach so auch gegangen. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Dali. Dali. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geschosse bereit zum Einsatz.
Okay, die kommen vor. Die auch. Die bleiben hier. Als der wirklich das Tor einbricht. Wir haben einen Turm eingenommen. Okay, ja, ich kann jetzt die angreifen. Weil die da schaffen das schon. Wir verlangsamen. Ich erwarte eure Befehle. 50 Sekunden noch. Befehl verstanden. Ich habe die Zeit ganz vergessen. Ich Idiot. Ja, 20. Ja, aber das schaffe ich. Der Feind ist dabei, das Tor zu erobern. Hier gehe ich jetzt dahin. Ja, sehr gut gemacht. Ich weiß, dass der dabei ist. Aber das ist ja sehr uninteressant für mich gerade. Beziehungsweise sehr unwichtig. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Sehr gut. Das Tor ist ganz gut, weil er unterwegs. Sehr gut. Uiuiui. Ui, ui. Aber das war sehr knapp. Also 25 Sekunden war es noch. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Du bleibst einfach. Ja, du bleibst jetzt da. Was macht der? Ja, der kommt da durch. Aber das ist mir wurscht. Ich kann es jetzt eigentlich vorspulen. Wir haben einen Turm eingenommen. Puh, das war sehr knapp. So, jetzt muss ich hier nur noch ein bisschen warten, bis der komplett weg ist, aber das wird auch gleich passieren. Aber cool, der hat jetzt wirklich nur in Anführungsstrich die halbe Armee, glaube ich, aufgehalten und dann nicht hier nichts mehr. Das ist schon mal gut. Das ist lustig, wenn er es wirklich schafft, oder schaffen sollte, das aufzubrennen, hat er trotzdem, also wird er reinrennen und gleich fliehen. Also. Naja. Deswegen macht Kavallerie bei Lagerung nicht sehr viel Sinn. Da können wir mal schauen, wie viel
Schaden ich durch die Türme und die Artillerie gemacht habe. Es wird auch nochmal ziemlich viel sein, vor allen Dingen jetzt hier. Knapper Sieg. 790 hat der Alter. Der hat 790 getötet, also ohne einen selbst zu töten. Ohne einen zu verlieren. Ja, was? Gut. Also, ich habe 1200 getötet. Er hat 2000 verloren. Also 800 hat die Stadt quasi übernommen. Gut, es braucht also 700 Kills und 790 Kills, um ja, Rang 4 zu werden. Interessant. Wieder was gelernt. Gut, dann würde ich sagen, ja, war es das eigentlich schon für die Runde? Mal schauen, was noch passiert. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende. Geldspende. Geld. Blablub. Nein, danke. Der macht sich da jetzt aber auch ziemlich breit. Okay, der geht wieder weg, was sehr schön ist. Lusitana werden wahrscheinlich irgendwas mit Agenten machen, das ich natürlich nicht sehen darf. Wir brauchen den Ruhm des Kampfes. Wir stehen euch gegen die... Ja, dann kämpfen wir mal gegen andere. Ich meine, naja, ihr könnt ja auch von selbst auch die angreifen. Ich gebe euch doch kein Geld dafür. So. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Miese wir jetzt haben. Minus 28, ja, das ist wieder auf jeden Fall das Doppelte erhöht. Ausrüstung ist blöd, aber egal. Nahrungsmittelknappheit ist... hier machen wir das da, hier das da, hier das da und hier das da. Gut, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim... ja, entweder beim nächsten Mal Sparta oder... Natürlich wurde meine Hände verwundet. Oder beim nächsten Mal Stream. Und naja. Dann bis dann. Bye bye.